aus dem sonnigen Süden. Da muss ich unbedingt mal, vor allem im Winter muss ich da mal hier zum UFO-Mann. Wenn es da sommerliche Temperaturen hat. Na, mal gucken. So, und auch an euch da außen. Ich habe es ja quasi schon mal angeboten, aber für alle, die quasi die Folge nicht gesehen haben oder quasi neuer dabei sind, wenn ihr mal Lust und Laune habt, dass ich mal quasi bei euch auf dem Server vorbeigucke oder allgemein mal so eure Map mit entweder hier mit dem von Doomcraft Texturenpack oder dem KOP 512 Extreme Texturenpack einfach mal vorstelle oder euch quasi dann mal vorstelle, dann sagt da einfach mal Bescheid, schreibt ein kleines Kommentar und dann können wir da was ausmachen. Ich meine, momentan, scheiße, die Schaufel wird niemals lang. Momentan ist ja ein bisschen knapper, aber alles werden wir irgendwann irgendwie hinbekommen. Ist ja nicht so, dass immer alles gleich sofort gemacht werden muss. Man kann ja sich auch mal ein bisschen... Mann! Ich habe natürlich nichts dabei, um mir eine neue zu bauen. Doch, Stein. Ah, mein Knöchel. So, warte. Das kriegen wir hin. So, Bob. Dann machen wir uns da eine. Und da eine. Und da eine. So. 3 Stück werden genügen, hoffe ich mal. Was ist denn jetzt los? Irgendwas war gerade komisch. Festplatte, hallo, bist du noch da? Sie tut nicht mehr. Also, normal, also Festplattengeräusche kennt man ja hier, dieses Mii, dieses normale leise Surren, was das macht. Irgendwie scheint die gerade ausgegangen zu sein. Komisch. So. Warte mal. Ich muss hier mal... Ich stelle das mal wieder ein bisschen weiter runter. Weil das hat uns ja das letzte Mal hier so übelste Bugs verursacht, so viel ich mich daran erinnern kann. Darum hatte ich die, glaube ich, runtergestellt. Irgendwie war das so. Na egal. Zur Not, wenn es hier irgendwie anfängt, Komplikationen zu geben, dann drehe ich sie einfach noch ein Stückchen weiter runter. Haben ja momentan eh eher hier so die Priorität auf das Naheliegende. So, wenn wir denn schon mal hier ein bisschen in der Gegend rumbuddeln, dann kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Alice Madness Returns ist ja leider vorbei. Wenn ihr diese Folge seht, müsste... Doch, warte, heute kam... Was kam heute für eine Folge raus? Keine Ahnung. Kam heute überhaupt noch eine Folge raus? Oh, ich habe den Überblick auch noch irgendwie verloren. Irgendwie, je mehr man sich aufhält, desto weniger hat man dann einen Überblick. Aber das ist eigentlich relativ normal und natürlich, sag ich mal. Ja, Alice ist vorbei. Hat tierisch Spaß gemacht, das Game. Also, obwohl ich wie, ups, was war das jetzt? Na egal. Obwohl ich ja eigentlich, wie in-game schon erwähnt, mir etwas komplett anderes vorgestellt hatte von dem Game, hat es mir dennoch tierisch Spaß gemacht. Einfach in dieser verrückten kleinen Welt mit der verrückten kleinen Alice hin und her zu tigern. Und ja, am Schluss, da hat sich echt all so komplett überschlagen. Aber der Typ hat wenigstens mal bekommen, was er verdient. Aber mich würde trotzdem interessieren, was aus Alice dann geworden ist. Ob sie dann zurückgeht in die Irrenanstalt oder... Weil sie ist ja quasi dann wieder im Wunderland gewesen. Und dann? Du kannst ja nicht einfach... Schon wieder im Eimer, na sag mal. Du kannst ja nicht einfach so im Wunderland bleiben. Ich meine, kannst dich nur von diesem Kuchen und den Gesöff ernähren und dann wächst du und schrumpfst du. Hast ja auch irgendwann keinen Bock mehr, wirst dir auch Banane im Kopf. Und ich weiß nicht, den ganzen Tag mit so einer verrückten Katze umherstreifen? Fraglich, ne? Ich meine, arme Irre sind schon lustig. Kann man sich mal ein paar im Freundeskreis halten, aber man muss sie ja nicht auf Dauer haben. Was ist denn da los? Ach, da ist Kies runtergefallen. Ja, und das neue Projekt, wenn ihr das hier seht, dann müsste es in der Theorie eigentlich schon angelaufen sein. Ah, da freue ich mich schon so drauf. Ach so, genau. Sinn und Zweck. Da freue ich mich schon so extrem drauf, das zu veröffentlichen, weil das Game, das macht mir
so einen immensen Spaß. Also dagegen kann Alice ganz getrost einpacken, sag ich mal. Aber ja. Ich find's einfach nur geil, wenn man diese Schockmomente hat und sich, ich sag mal, so halbwegs einscheißt, ja. Und vor allem, wenn dann Leute auch noch so gespannt zugucken. Und dann gibt's ja dann so Momente, da sagt man dann einfach mal nichts. Und wartet erstmal ganz kurz ab und weiß selber noch nicht so ganz, was passiert. Und dann auf einmal, boom, Alter, Junge. Dann reißt's mal wieder richtig. Ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ein Gummistein. So, haben's auch gleich geschafft. Na, was heißt gleich? Also ein Ende ist zumindest schon mal ein bisschen in Sicht. Ich hoffe nur, dass die Schaufel noch ein bisschen mitmacht. Will mir nicht gleich wieder eine bauen. Und vor allem, wenn man mal so auf die Zeit guckt, ne? Wir haben erstmal späten Nachmittag. Also ich sag mal, wenn wir da mit zwei Effizienzteilen gearbeitet hätten, dann hätten wir das locker an einem Minecraft-Tag hier über die Bühne gebracht. Alles hier quasi wegzureißen. Ja, ich die Fackeln, die werden auch noch mit weggerissen. Und die Wand auch noch. Ach scheiße, da muss ich auch noch. So, Inventar schaut noch eigentlich ganz gut aus. Ich sag mal, die Schicht können wir noch machen und dann sollten wir mal ganz fix nach unten gehen zum Schlafen und dann können wir uns noch schnell die ein oder andere Schaufel mitmachen. Steine haben wir, Sticks haben wir. Ist ja alles eingetütet. So, na dann. Ach, hier das Holz noch schnell. Und dann das Zeug aus dem Weg natürlich auch noch mit eingesammelt. Ja, huch. Dann haben wir natürlich hier noch unser Feed the Beast Projekt. Wo ich gucken muss, wie ich das weitermache. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich nicht weiß, wie ich das fortführen werde. Aber jetzt erstmal. Und gute Nacht, nicht? Dann bauen wir uns schnell ein paar Schaufeln. Wo sind meine Sticks? Da. So, Schaufel. Und Schaufel, so. Die sollten eigentlich genügen. So, gute Nacht. Wie, es ist Nacht. Gute Nacht. Na also. So, auf geht's zum Endspurt. Also quasi vom Bauen her. Vom Abbauen her. So rum. So. Komisch, dass ich jetzt hier so Mini-Ruckler drin hab. Naja. Es wird schon seine Richtigkeit haben, glaube ich. Vielleicht. Man weiß es nicht. So, mit der Effizienzhacke geht das doch hier. Ratze, Fatze. Wie gut, dass wir immer wieder mal was verzaubern. Ich weiß gar nicht, wie viel Level das kostet. Das können wir dann später mal gucken. So, bevor ich keinen Platz mehr im Inventar habe, werde ich hier mal schnell... Gut so. Wo war ich gerade? Ach man. Ist schon wieder viel zu spät. Warte mal, wie lange nehme ich jetzt eigentlich überhaupt schon auf? Ah, okay. Schon eine Zeit lang. Aber ich bin gerade noch voller Tatendrang. Und solange ich voller Tatendrang bin, kann ich nicht einfach aufhören. Das macht man doch nicht. So. Jetzt die Frage, wie viel bauen wir davon ab? Ach komm, wir bauen das ganze Ding hier ab. Ist ja eh nur so ein schwebender Klotz hier. Und dann können wir da ein bisschen die Mauer noch bauen. So. Haben's ja gleich, ist gleich geschafft. Ich rede schon wieder wie so ein Arzt beim Impfen. Er ist schon vorbei, hat doch gar nicht wehgetan, oder? Okay, mittlerweile, keine Ahnung. Wenn ich jetzt zum Impfen gehe, dann gucken mich die Ärzte, beziehungsweise die Ärztin, also die Impftante hier, die guckt mich da meistens an. Alles okay? Guck ich sie immer so ganz verwundert an, so, ja, sollte nicht alles okay sein? Ich meine, klar, es gibt Leute, die vertragen irgendwie Impfungen nicht oder haben Angst vor der Spritze oder wie, irgendwie was, dass die dann irgendwie zusammenklappen oder so. Naja. Es gibt aber auch irgendwie total krasse Impfungen, wo man dann erstmal so sich hinsetzen
sollte, quasi. Damit man da nicht wegklappt oder irgendwie so. Hatte ich aber persönlich bis jetzt noch nicht. Oh. Und ich habe, glaube ich, so ziemlich alles an Impfungen, was man so an Impfungen haben kann. Habe ich mich mal mit dem Arzt so ein bisschen unterhalten. Und der hat gesagt, irgendwie so in den 80ern, war das in den 80ern? Da gab es wohl voll die komische Meinung von Impfungen. Also die Leute, die haben echt gefragt, wieso brauche ich diese Impfung oder muss ich die unbedingt haben und lauter so ein Zeug, wo ich mir dann einfach denke, hey, besser haben als brauchen, ne? Besser so ein bisschen vorwirken, als dann irgendwie in die Röhre gucken. Naja. Ich meine, einige von euch, die stammen bestimmt hier noch so aus den 80ern und haben das aktiv mitbekommen oder haben vielleicht sogar die ein oder andere Frage davon gestellt. Wieso? Es würde mich mal interessieren, wieso man das damals so gemacht hat. Also, falls genau du jetzt quasi mein Ansprechpartner bist, wieso das früher so gang und gäbe war, dass man sich einfach nicht impfen hat lassen wollen, dann sag mir das doch mal. Es interessiert mich jetzt einfach mal. Und, sorry an die jüngere Generation, die jetzt hier zuguckt vielleicht, ich möchte dann keine Mutmaßungen haben, sondern ich möchte da eine echte, objektive, persönliche Meinung von jemandem, der das, quasi mitgemacht hat, weil Mutmaßungen kann ich mir selbst auch mehr als genug aufstellen. So von wegen, ist noch nicht erprobt, hat man Angst vor, weil es neu ist und lauter so ein Zeug. Weil viele Impfungen, die hat's ja da, sind ja in den 80ern erstmal rausgekommen und so weiter. Von daher verstehe ich das auf einer Seite schon, wenn das denn der Beweggrund gewesen wäre. Hui, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Na, auf jeden Fall, nächste Schaufel im Eimer. Ist es halt mal interessant zu wissen. So, jetzt haben wir hier dann auch gleich noch ein bisschen Terraforming betrieben. Weil auf so einem da haben sie ja früher immer ihre Truppen antreten lassen. Das sieht man ja mittlerweile auch noch in so manchen Filmen, wenn der Bösewicht dann oben auf die Kanzel raussteigt und hier unten Zehntausende von bösen Armeen stehen. Schön in Reih und Glied. Au! Au! Nein, Scherz am Rande. Aber ist ja so, ne? So, das nächste Thema. Warte, ich muss mich mal ganz fix ein bisschen anders hinsetzen. Das ist ja hier... So, langsam unbequem. Ach ja. So, die letzte Schicht. Dann müssen wir hier noch für die Mauer so ein Stückchen rausreißen. Und dann haben wir es quasi auch schon geschafft. Na, habt das überstanden, Freunde. Die ewige Buddelei, das ewige Gequassel, das ewige Generve. Habt das hinter euch gebracht? Bin ich voll? Nee. Ich trinke ja nichts. Stimmt ja. Mann, flache Witze ohne Ende heute. Muss der auch erstmal schaffen. Ganzen Tag flache Witze reißen. So, auf jeden Fall, unsere Steine unten werden, denke ich mal, dann auch schon fertig sein. Ist ja mittlerweile, nächste Schaufel im Eimer, der zweite Tag, an dem wir hier uns verlustigen, belustigen mit rausreißen, abbauen. Hast du nicht gesehen? Aber jetzt sieht man dann wenigstens, dass ein bisschen was vorwärts gegangen ist, weißt du? So, und wenn wir hier dann vielleicht so einen kleinen Turm herbauen, da schauen wir mal, da können wir ja so einen halbrunden Turm vielleicht herklatschen. So, hier muss man gucken nach 1, 2, 3, 4, 5. Ah, stimmt, hier habe ich schon so eine Einkerbung, das kommt dann weg. Also Steine habe ich eh keine dabei. Hier haben wir dann 1, 2, 3, 4, okay. Und hier muss, ach nee, da haben wir es ja hier schon. Da kann man das hier schon ein bisschen... Ah, cool, passt. Da muss man nur hier ein bisschen noch weghauen. Und dann natürlich alle fünf nochmal ein weiter nach innen gehen. Wie hier zum Beispiel. So, wieder alles einsammeln. Das muss weg. So, dann haben wir hier einen, zwei, drei, vier, fünf. Das ist wieder ein vertiefter. Blopp.